Yay! Okay. Mir ist langweilig. Ducky. Ducky. Sei still, BK. Ich bin tot. Ich bin gestorben. Bitte hab ein wenig Respekt. Echt tot? Wieso? Soll es LOL sein? Wahrscheinlich. Ducky. Ich bin wegen dem Ducky gestorben. Der Typ hat mich wieder wachgehobt. Noch vor dem ersten Hahnenschrei. Zum Schreien unglaublich, keine Sorge. Ich werde dich rächen. Du sei vorsichtig. Der Typ kann echt hupen. Ja, wenn du meinst, komm zum Donut Shop und hör auf, deinen Hund mit Brot zu füttern. Ducky, Ducky. Er braucht Brot zum Leben, BK. Er ist ein leibzertifiziertes Brot. Okay, geh in 5 Minuten los. Ciao. Oh, interessant. Ich habe das Spiel damals gekauft. In einem Steam Sale. Weil ich fand, dass es cool aussah. Das heißt, ich weiß nicht wirklich viel drüber, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber hey. Oh nein! Donut Shop. Okay. Hey, der hupt nicht mehr. Hast du etwa was gegen den Hup-Typen gemacht? Ducky. Yep, mach dir um den keine Sorgen. Hab ihm einen Donut gebracht. Lol, okay. Hat ihn wohl abgelenkt. Weißt du was? Bin jetzt Level 9. Wow. Toll, Ducky. Du kapierst gar nichts, Mira. Auf Level 10 kriege ich einen Quadcopter. Ach so, krass. Glückwunsch. Wir kurbeln dann rum wie Könige. Okay, bis später, BK. Ducky, oh Mann. 6 Wochen später, oh mein. Wir gehen sehr schnell voran irgendwie. Mira. Wie konntest du nur meinen Quad Cooper kaputt machen? Wen interessiert dein blöder Quad Cooper? Quadcopter, oh mein. Wie konntest du die ganze Stadt kaputt machen? 999 Meter unter der Erde. Donut County. Oh, okay, das ist. Oh. Das erklärt den Titel. Ich habe noch nie was kaputt gemacht. Ich bin lieb. OMG. Hör auf. Du hast mit diesem blöden App die ganze Stadt durchlöchert. Und wir sitzen jetzt hier unten fest. Hier ist doch alles okay. Nur nicht mein Quadcopter. Ich bin das Opfer. Unterstützt mich hier vielleicht mal irgendwer? BK, das ist klar wie Kloßbrühe, dass du es warst. Ich wurde gleich nach meiner Donut-Bestellung bei dir vor einem Loch verschlungen. Was hat das denn damit zu tun? Dass Mira meinen Quadcopter kaputt gemacht hat? Potter,
Was ist mit deinem Sohn passiert? Oh, Bob. Mein süßer Poppin-Boy. Er muss da oben noch irgendwo sein. Links klicke, um ein Loch zu öffnen. Oh, okay. Why? Warum bin ich ein Loch, was alles verschlingt? Warum? Da oben seht ihr ihn. Cutie Pie. Das ist sehr komisch, faszinierend. Und irgendwie echt beruhigend. I'm sorry. Ich habe ihm seine Mom geklaut. Armes Baby. Oh Gott. Flieg! Rette dich selbst. Rette dich selbst. Rette dich vor dem zerstörerischen Loch. Rette dich. Fliege davon. Oh Gott, ich zerstöre wirklich die komplette Stadt. Gib mir das Haus. Oh nein! Tolle Lieferung. What? Oh my, what? Okay, danke. Have a garbage day? Ich wollte Pop nur mit einem Donut überraschen. Jetzt schwebt er davon. Ein einsamer Pop? Nein, tut er nicht. Wenn du zuerst verschlungen wurdest, wie weißt du dann, dass Pop in einem Ballon ist? Diese Geschichte ist voller Löcher. Dein Hirn ist voller Löcher. Und auch die ganze Stadt dank dir. Ich mach nur meinen Job. Moment, ich meinte gar nicht wahr. Ich bin unschuldig. Warte mal. Pop ist in einem Heißluftballon? Da ist einer an meiner Ranger-Station vorbeigeflogen. Du hast Pop gesehen? In welche Richtung ist er denn? Weiß nicht. Wurde abgelenkt. Bestellte gerade ein Donut. Lecker. Ich krieg Hunger, wenn ich mir Sorgen mache. Lol. Sorgen um was? Ob du glaubst oder nicht,
Schlangen. Okay. Moment kurz. Muss man beim Balkon zumachen. Ich will nämlich keine Stechmücken hier drin haben. Hallo. Hier. Irgendwelche Geheimnisse, die ich aufdecken kann oder sowas in der Richtung? Sieht nicht so aus, könnte irgendwas klicken. Oh my, what the fuck? Oh mein Gott, das ist so witzig. Oh nein! So viele Schlangen. Kann ich aber verstehen, warum er oder sie gesagt hat, dass Schlangen ein Problem sein könnten. Wir haben sehr viele davon verschluckt. Wow! Legacy Ranger Station. Tolle Lieferung! Oh my god, that's so funny. Aber ich verstehe es irgendwie noch nicht ganz. Er hat eine App auf seinem Handy, mit dem er Löcher kreieren kann. Und damit hat er die komplette Welt eingesaugt? Weird. Was ist das für eine App? Lol. Könnte es sein, dass du mir dankbar sein solltest, dass ich dein Schlangenproblem gelöst habe? Moment mal. Dann wärst du's, der die Löcher erschaffen hat. Wie? Nein. Ich meinte nur, wer immer das getan hat, hat dir echt geholfen. Ist bestimmt ein cooler und netter Typ. Hat sonst wer Pub gesehen? Yep, ich hab Pub gesehen. Mit meinem Teleskop. Du meinst mein Teleskop?
Hab ich doch gesagt, mein Teleskop. Wo hast du ihn gesehen? Naja, Peppa und ich haben uns wieder in der Wolle. Und ich bin mit meinem Wohnwagen zum Minzfluss abgehauen. Ihm hat es dieser Vogel angetan. Yep, ein echt netter Vogel war das. Hab den wirklich bewundert. Bis ich Heißhunger bekam. Da habe ich über diese Donut County App ein Donut bestellt. Dann war das Loch. Oh, guck dich den Papa an. Kleines Wuffi, guck ihn euch an. Goldfisch. Oh, bye, Papi. So sad. Oh, wir sind voller Wasser. Wie können wir das ganze Wasser wegmachen? Trinkt uns leer. Gut zu wissen, gut zu wissen. Du kriegst einen Haufen von mir zu trinken, bitteschön. Der Vogel kann verdammt viel trinken, alter Schwede. Oh, bye. Wir haben die Mami geklaut und von dem Boden, von den Babys weggenommen. Wie sollen die Babys ohne die Mama jetzt überleben? Traurig. Wow. Willst du damit sagen, dass du dich in einen Vogel verliebt hast? Ja. Yep. Ist das legal? BK, es geht nicht darum. Es geht nicht um den Vogel, Mann. Es geht um den Vogel. Mira, es geht definitiv um den Vogel. Ach, das ist ein Hoffen. Das ist hoffnungslos mit dir, Alter. Ja? Ja? Hoffnungslos? Wir sind jetzt alle hoffnungslos. Coyote, ich dachte, du bist in der Wüste, du bist in die Wüste gezogen. Bin ich auch. BK muss es auf Leute abgesehen haben, die Pech haben. Coyote, du bist doch der ursprüngliche Besitzer des Donut County Donut Shops, oder? Yep, ist aber pleite gegangen, als die Waschbären in die Stadt kamen. Ich habe den Shop an die Waschbären verkauft und bin in die Wüste gezogen. Oh nein, das tut mir echt leid, Coyote. Kann man nichts machen. Das Leben eines Coyoten ist wie eine traurige Country-Melodie. Habe ein bescheidenes Leben geführt und Gemüse verkauft. War halt meine Art, den Leuten was zurückzugeben. Oh mein.
Warum sind wir nur so gemein? Oh. Oh mein Gott, Popcorn. Popcorn! I'm so sorry. Es sind immer Donuts mit dabei. How? And why? Egal. So viel mehr traurige Geschichten. BK, hast du Coyote nichts zu sagen? Yep. Gemüse stinkt. Yep. Lol. Ich meine, jetzt eine Entschuldigung. Tut mir leid. Schmeckt er etwa Gemüse? Ja. Vielleicht stinkt's ja wirklich. Mein Schleckermäulchen hat noch Süßem verlangt. Deshalb habe ich mir ein Donut bei euch bestellt. Siehst du, Mira? Warum sollte ich mich dafür entschuldigen, dass ich diesen erbärmlichen gemüsefressenden Kojoten einen Donut gebracht habe? Du hast dein Geschäft ruiniert. Zweimal. Und hör auf zu sagen, dass du Donuts bringst. Was genau glaubst du, sind Donuts? Wer kann das schon sagen? Genau, wer kann das sagen? Roma kapiert's. Was ein Donut oder Loch? Wow, sehr gute Frage. Ein Bagel. Wir sollten wirklich aufhören, so lange wie möglich darüber nachzudenken. Ein Donut ohne Loch ist immer noch ein Donut. Yep, wie Krapfen, Berliner und Co. Und Quarkbällchen. Oh Gott, geil, Quarkbällchen. Oh, wie gerne hätte ich jetzt ein Quarkbällchen. Stimmt, die haben auch keine Löcher. Tja. Ein Bällchen mit Loch wäre wohl auch ein Bällchen, oder? Wow, das geht negativ. Wechsel nicht das Thema, BK. Niki, Roma, ihr zwei seid gerade nach Hopper Springs gezogen, stimmt's? Ja, wir sind jetzt im Ruhestand und beobachten Häschen. Häschen im Herzen sind wir, Niki und ich. Verheiratet seit 40 Jahren. Hast du auch einen Donut bestellt? Roma hatte ein neues Telefon. Also haben wir zur Feier des Tages Donuts bestellt. Oh, cute! Oh, I love it. So viele Häschen.
Ulu. Hey, wollt ihr auch ein Stück Karotte? Moment, ich glaube, ich habe das falsch gemacht. Level neu starten. Die anderen Häschen kann ich nicht dazu bringen, dass sie ein Stück haben wollen. Er will ein Stück haben. Oder sie. Aber da komme ich nicht ran. Hier kann ich nirgendwo hin. Auch nicht. Weird. Vielleicht muss ich es hier rüber locken, damit es da über den Zaunteil springt. Ah. Komm zu mir, kleines Häschen. Sehr schön. Oh oh. Sie haben ganz viele Häschen gemacht. Sie haben bestimmt ganz viele Häschen gemacht. So viele Häschen. Ah, schnell, wir müssen sie fangen. Oh Gott, das ganze Haus ist kaputt gegangen. Nein. Oh Gott. Oh, ich habe richtig schlecht gewissen. Oh mein, okay. Schönen Mülltag noch. Das Beste. Es ist wirklich süß, dass ihr beide so verliebt seid. Nacht und Tag sind wir der Liebe geweiht. Ach ja, wie wunderbar war.
Das ist jetzt echt krass. Du bist krass. Nein, ich bin nicht krass. Du liebst Müll. Du liebst auch Müll. Jeder hier liebt Müll. Warum sonst würdet ihr hier alles zumüllen? Ist jedes Zuhause nur Müll für dich? Ja? Sag das aber nicht über meinen Wohnwagen. Ja, leg dich bloß nicht mit Pepper an. Ja. Was ist mit deinem Wohnwagen passiert, Pepper? Naja, nachdem Salt und ich uns getrennt hatten, ging ich in den Joshua Tree Park, um etwas Ruhe zu finden. Ich habe auch meinen Laptop mitgebracht und mir Vogelvideos anzusehen. Wenn ihr beide so verliebt in Vögel seid, warum seid ihr nicht zusammengegangen? What the fluff? What the fluff? Könnt ihr doch zusammengehen. Oh Gott, alles in Flammen. Wir setzen alles in Flammen. Der Vogel ist schon ein Hardcore-Komplize. Mal eine Frage. Du hast die Joshua-Bäume nicht gerettet? Joshua? Weil du dir die ganze Zeit Vogelvideos angesehen hast? Nun, ich. Sie sind hunderte von Jahren alt. Megawatt. Aber du und dein Bruder habt echt Probleme, Alter. Gab's zu. Nein, ich habe mir diesmal keinen Vogelkram angesehen, okay? Was hast du dann gemacht, Pepper? Ich habe eine E-Mail geschrieben. An einen Vogel? Nein, du Müllschnüffler. An meinen Bruder Sorold. What? Ich habe eine Entschuldigung geschrieben. Ich hatte deine Lavalampen nicht kaputt machen sollen. Und die Lava hätte ich schon gar nicht fressen sollen. Das war nicht in Ordnung von mir. Pep! Alles gut, Alter. Die Lava ist der beste Teil. Ah! Ah. Lol. So, habe ich streitende Brüder wieder vereinigt. Und die Schlangenprobleme eines Beamten gelöst. Ein Kind das Geschenk des Fliegens gemacht. Ich bin ein Held. Hey du, Haartyp. What?
Was machst denn du so? Ich verkaufe Sprengstoff. Wow, sweet. Ich meine, das klingt gefährlich, Alter. Besorgte Bürger würden sich wahrscheinlich freuen, deinen Feuerwerkstand in die Luft gehen zu sehen. Aus Sicherheitsgründen. Nein, nein. Ich führe mein Geschäft völlig legal. In Donut County bin ich wohl der mit den meisten Genehmigungen. Das Spielen mit Feuerwerk ist sicherer als Autofahren. Ich wäre mir da ja nicht so sicher, du. Oh. Das Monsterloch ist wieder unterwegs. Oh oh. Was haben wir getan? Wo fliegt's hin? Wohin sollen wir damit? Den haben wir es gezeigt. Komm zu mir, mein Vögelchen. Ich weiß, du willst es auch. Gib mir das. Woo! Oh, Popcorn. Popcorn Alarm. Oh my. Schönen Mülltag noch. Schönen Mülltag euch auch. Kaboom! Ich habe nur die Nachbarschaft aufgeräumt. Hat sonst noch wer ein Problem mit mir? Ja, ich. Naja, eigentlich mehr mit Mira. Oh. Jetzt bist du dran, Mira. Coco? Nun ja, Mira weiß von allem. Aber ich denke, jeder sollte es hören. Sogar die Vogelspinne? Ja, sag's ihm. Ich wusste, dass die Waschbären die Löcher machen. Ich wusste es die ganze Zeit. Das Spiel ist super beruhigend und chillig, das ist unglaublich. Wie viele Schlangen wären wohl nötig, dich zu besiegen? Ducky. Ducky, Ducky. Große Schlangen? Giftige? Normale Größe. Aber du musst in einem winzigen Raum kämpfen. Okay. Wahrscheinlich 1000 Schlangen. Lol. Okay, erwarte deine baldige Lieferung. Du hast dich noch nicht mit dem ganzen Verschwinden hier befasst, oder? Nein,
Ducky Ducky. Salt ist seit Tagen nicht ans Telefon gegangen. Hast du mit Possum gesprochen? Er sagte, er hat Infos. Possum hat mir erzählt, dass die Erde hohl ist und flach. Beides gleichzeitig, irgendwie. Mira, weißt du, seit diese Waschbären aufgetaucht sind, verschwinden ständig Leute. Und du arbeitest mit ihnen in ihrem Donut-Shop. Keine Ahnung, die Waschbären behandeln mich wirklich gut. Und BK ist mein Freund. Ich habe einen Donut bestellt. Warum? Ich will wissen, wie sie schmecken. Ich muss los. Wir reden bald wieder. Ducky Ducky. Oh. So traurig, wenn ich nicht Ducky Ducky machen kann. Eidechsen? Du wirst mir gehören, Dexter. Meine kleine Eidechse. Die denke ich auch, na danke, ey. Komm her, du Brett. Nein, okay, dann nicht. Wow. Komplette Baum gehört mir. Weg ist die Musik. So viel Chaos an, ey. Unglaublich. Sorry. Ey, die machen Aerobic oder so aus der Richtung. Es tut mir so leid, Coco. Es war meine Schuld, dass du im Loch gelandet bist. Ich hätte den Job mit den Waschbären nie annehmen sollen. Was zum? Ich dachte, wir wären Freunde, Mann. Das dachte ich auch. Aber dann hast du meine Stadt kaputt gemacht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe versucht, dir zu helfen, als du mich darum gebeten hast. Ich habe für dich das Katapult-Upgrade gekauft. Auch wenn es eine absolute Punkteverschwendung ist. Du hast mir gesagt, dass du mit dem Katapult alle wieder aus dem Loch rausholen kannst. Und jetzt sitzen wir hier im Loch. Hühner sind keine Punkteverschwendung. Gib Dollop ein Küsschen auf den Kopf. Du hast sie beleidigt. Aha. Nee, lass mal gut sein. Gib ihr ein Küsschen. Aha. Nein. Das ist das Mindeste, was du tun kannst. Nachdem du alle unsere Eier gestohlen hast. Ich habe die Eier nicht gestohlen. Sie sind durch den Boden gefallen. Aha. Erzähl einfach deine Geschichte, Jellybean.
Die Zeiten auf der Farm waren hart. Ich musste meinen hochgeschätzten Hahn verkaufen, um über die Runden zu kommen. Dollop war sehr teuer. Sehr sauer, Entschuldigung. Oh. Sie ist traurig. Armes, trauriges Hühnchen. Was mache ich hiermit? Ups. Warum hast du Koko einen Donut gebracht? Er hat einen bestellt. Lol, worin liegt das Problem? BK, das ist zu viel. Zu viel. Du musst sofort das Katapult-Upgrade kaufen und die Dinge in Ordnung bringen. Aber ich muss für meinen Quadcopter... Los jetzt, du hast es versprochen. Schon gut. Ich werde alles in Ordnung bringen. Aber du schuldest mir was. Ciao. Ciao. What? Gott, Cooper. Errungenschaft erhalten, Gamer. Als die Energy-Dosen gekauft. Oh mein. Oh, funny. Oh. Oh. Ich habe ein Ei. Was mache ich damit jetzt? Oh Gott, werden immer größer.
Das Spiel ist super weird, aber irgendwie kind of satisfying. Du hast nicht mal versucht zu helfen, BK. Doch, habe ich. Es ist schwierig, das Katapult zu benutzen. Ich denke, das Loch eignet sich nur zum Kaputtmachen von Dingen. Muss wohl so designt sein. Designt? Was schaust du mich so an? Ich habe es nicht designt. Aber du hast es benutzt. Na, was hätte ich denn sonst machen sollen? Keine Ahnung, du hättest echte Donuts benutzen können? Hätte ein echter Donut den armen Bearclaw vor dem sicheren Untergang bewahren können? Mich bewahren? Du hast mich gedemütigt. Du wurdest von Bienen gejagt. Ich bin ein Held. Du hast einen Donut mitten in den Wald bestellt? Yep. Ist schon irgendwie verdächtig, dass du Donut-Lieferungen mitten in den Wald anbietest. Von Bienen gejagt? Schau mal. Schau, schau. Es ist ein harter Job. Manchmal wird man von den Bienen gejagt. Oh my. Oh my. Armer Burglar. War das Spiel mal gedacht für als Mobile Game? Wahrscheinlich, ne? Es spielt sich nämlich ein bisschen, als wäre es dafür gedacht worden, an einem Handy gespielt zu sein. Um ehrlich zu sein. Oh, ich habe das Katapult noch, sehe ich gerade. Plopp! Geil. Okay. Oh my. Zeig's der Biene! Froschi Frosch! Froschattacke! Das Spiel ist so silly. Love it. Meins. 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 Gott, der Frosch wird riesig, ey. Meins. Alles mir, alles mir. Funny. Ich verstehe immer noch nicht, warum Käfer nicht funktioniert hat, warum sich das ständig aufgehängt hat. Aber dann müssen wir mal gucken. Schönen Mülltag noch! Was ist mit mir? Niemand hat nach mir gefragt. Hat PK dich auch mit einem Katapult platt gemacht? Nein. Hm. Er hat mein Restaurant ruiniert. Dein Restaurant stinkt. Lol, ja. Würde bei einer Kontrolle definitiv durchfallen. Wie könnt ihr beide Salt und Pepper heißen und Suppe nicht mögen? Buh. Beruhigt euch, ihr Loser.
What? Das ist nicht was, was man einfach mal so casual sagt. Ach, was auch immer. Was hat BK mit seinem Restaurant gemacht? Nun, ich hatte da ein leichtes Ungezieferproblem. Ich war erschöpft vom Ungezieferjagen, also bestellte ich einen Donut. Das Logischste, was man machen kann. Oh mein Gott, wo ist denn das ein leichtes Ungezieferplage, bitte? Man sollte nicht mal eine Kakerlake haben, wenn man Besitzer von einem Restaurant ist. Just saying. Cutie patootie. Meins. Catsoup. Cute. Oh, guck dir das Rezept an. Ein Topf, Salz und Pfeffer. Oh, salzen. Gib mir Pfeffer. Yay. Nein, das kannst du nicht trinken, das ist Gift. Oh gut, dass du es ausgespuckt hast, ey, ist ja widerlich. Kocht ab. Salz, weg mit dir. Weg mit dir. Nope. Nope, nope. Nope, 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 nope. Nope, 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 nope. Pfeffer. Muhaha. Trink. Yay, er ist happy. Wenigstens einen habe ich glücklich gemacht. Wenigstens einen habe ich glücklich gemacht. Den ganzen Rest zerstöre ich nur. Wow, da fliegt der Topf. Wow! Ich habe im Restaurant selber nicht alles gekriegt. Es gibt bestimmt Punkteabzug. Ich pass hier nicht durch. Bye, Restaurant. Den Quadcopter! Melde dich im Raccoon Hauptqueue zum Training? Okay. Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung durch Catsoup. Und das nicht nur einmal. Ja, ich habe da mal gearbeitet. Ziemlich krasser Laden. Wow. Alles, was ich tue, scheint allen geholfen zu haben. Er hat nicht Unrecht, Mira. Vielleicht ist BK gar nicht so übel. Okay, Leute. What the fuck?
Wir alle wissen, Catsup hat ein Loch. Noch bevor es gelocht wurde. Aber zurück zum eigentlichen Problem, bitte. Ja, mein vollkommen zerstörter Quadcopter. Ja, warum hast du den kaputt gemacht, Mira? Alter. Ich wollte ihn nicht kaputt machen. Ich musste ihn kaputt machen. Oh, der Donut Shop. Oh my. Oh, oh my. Ich kontrolliere das nicht. Schau mal. Wow. Oh ja, und das hier. Wow. Schau mal, wie schnell sich die Propeller drehen. Und so fliegt er. Kein Witz. Und ich brauchte nur 12 Lieferungen, um ihn zu kriegen. Darf ich mal sehen? Klar doch. Oh. Sei vorsichtig. Vorsichtig? So? Ein bisschen tiefer. So? Was tust du denn da? Bist du irre? Wie kannst du mit diesem blöden Spielzeug angeben, wenn du es bekommen hast, indem du die Häuser unserer Freunde platt gemacht hast? Sie haben die Donuts bestellt, Mann. Ich gebe den Leuten nur, was sie wollen. Bringt nichts. BK, wie lautet dein Passwort für dieses Ding? Ich glaube 0451. Ach nein, ich hab's in Bonky Kong geändert. Danke. Übrigens, weißt du, was am Boden der Löcher ist? Keine Ahnung. Was machst du denn da? Dir eine Lektion erteilen. Oh my! Geben ihm seine eigene Medizin. Los geht's. Ich verstehe immer noch nicht den Sinn hinter dem ganzen Spiel, aber es macht irgendwie echt super mega Spaß, es zu spielen. Ich weiß, es sieht vielleicht nicht danach aus, aber es macht wirklich Spaß, es zu spielen. Aber ich frage mich immer noch, warum Catherine nicht funktioniert hat. Immer noch. Warum das immer wieder ausgegangen ist. Ich muss da morgen mal gucken, nachdem ich mit dem ich gehe mit meiner Mutter morgen frühstücken. Und danach werde ich mal gucken. Ich würde, um ehrlich zu sein, echt gegen Catherine spielen. Naja, wir gucken mal. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so eine verkehrte Idee, dass wir ein bisschen Bloodborne spielen und dann ein anderes Spiel spielen. Weil so kriege ich beides. So kann ich Bloodborne spielen und ich kann ein anderes Spiel von meiner To-Do-Liste abhaken. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Ich musste es tun, Mann. Es gab keinen anderen Weg, zu dir durchzudringen. Du weißt nicht, wie es ist, etwas zu verlieren, das dir etwas bedeutet. Ich meine... Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ihr liebt eure schrägen Müllhäuser und ich habe sie euch weggenommen, indem ich meinen Job machte. Was, schätze ich mal, in diesem Zusammenhang kein guter Job war. Nah dran. Wirst du uns jetzt helfen, alles aus dem Loch zu holen? Mann, sehr gut, mache ich ja. Mein Gott, wo fangen wir an?
Lol. Ich hatte gehofft, du wüsstest das. Tut mir leid, wenn ich den Eindruck gemacht habe, dass ich was weiß. Aber ich weiß im Grunde gar nichts. Mein Name ist John Schnee. Du musst Pop finden. Wenn ihr es schafft, Pop zu finden, können wir mit seinem Heißluftballon zurück an die Oberfläche. Oh ja, Pop. BK, kannst du auf deinem Tablet mal nach Pop suchen? Klar doch. Tablet, bitte nach GPS-Daten für einen Heißballon mit einem Pop suchen. Hm? Ich mach nur Spaß. Dieses Ding hat keine Sprachsteuerung. Weißt du, wer Pop vielleicht finden könnte? Possum! Nein. Possum ist schräg. Er ist schräg. Aber du musst zugeben, dass Possum recht hatte. Die Erde ist hohl. Wenn du weißt, wo er wohnt, kann ich ihn holen. Ja. Liefer einfach einen Donut. Zum verlassenen Haus. Lol, natürlich hat Possum das verlassene Haus besetzt. Ich dachte immer, das spukt's. Das ist noch schlimmer. Oh my, er ist echt freaky. Das verlassene Haus. Ich kann nicht wirklich was sehen. Kann ich nicht irgendwie Licht anmachen? Oh, look at that. Will you look at that? Ich hab die Taschenlampe verschluckt. Wow, Entschuldigung. What the fuck? Ah, eine Batterie. What the fuck? Kitty cat. Oh, hell yeah. Komm her, Kitty Cat. Werde mein. Er ist voll... Guck mal hier. Privatdetektiv, ey. Er ist voll hinter den Waschbären her. Oh, volle Lotte. Von wegen des Possum ist verrückt. Er sieht verrückt aus, aber er ist es nicht. Wer hätte das gedacht? Gib mir das verlassene Haus.
Ich hatte recht. Yep. Hohle Erde. Orks haben Skampel. Yep. Wie viele Stunden müssen wir uns das noch anhören? So, Possum. Weißt du, wie man Papp findet? Bob, Bob. Ich glaube, gehört zu haben, dass die Bullen nach einem Hund in einem Heißluftballon suchen. Wo ist der? Ich könnte es vielleicht herausfinden, wenn ich einen Waschbär-Polizeiscanner hätte. OMG. Wo kriegen wir einen Waschbär-Polizeiscanner her? Der Polizeichef hat wahrscheinlich einen. Aber er ist heute in der Raccoon Lagoon. Hat einen freien Tag. Den wir ihm jetzt vermasseln. Mira! Meinst du das ernst? Raccoon Lagoon, der glücklichste Waschbärplatz auf der ganzen Waschbärerde, bietet klasse Musik und Wasserpumpen. Raccoon Lagoon ist Heimat der Wildwasserbahn Pfannflum und Riesenspaß für den Waschbär Raccoon. Du hast keine Wahl, BK. Jetzt ist aus mit dem Spaß. Ist ja gut. Aber du sprichst mit dem Polizeichef, wenn er hier unten ist. Oh, cute. Gott, warum sind die alle so cute? Cutie, patootie. Alle absolut niedlich. Ich sag ja, das Spiel ist super weird. Ich weiß immer noch nicht so 100% genau, worum es eigentlich überhaupt jetzt geht und was ich genau mache und keine Ahnung was alles. Aber das ist egal. Ich habe einfach nur Spaß, das zu spielen. Oh, ich bin voller Wasser. So ein süßes Rätsel, das Ganze hier. Ey, das ist unglaublich. Gib mir den Fisch. Nur noch ein Stück! Mit Foto Finish. Hell yeah. That was cute. That was super cute. Komm her, klein Waschbär. Alle meine. Oh nein! Ich hab alles zerstört. Schon wieder. Oh my. Sorry.
Oh-oh. Lebt er noch? Hol mir den Scanner! Jungs, ich könnte Ärger dafür kriegen. Trash King würde mir mein Tablet wegnehmen, wenn er das mitkriegt. Oh nein. Kriegst du dann auch Hausarrest? Wird er dich und all deine Freunde dann auch in eine finstere Höhle werfen? Okay, okay, ich hab's kapiert. Possum, hast du irgendwas auf dem Scanner? Eine Sekunde. Ja, hab ich. Weiterärger im Raccoon HQ. Tag 3 der Demonstranten. Sie haben jetzt individuelle T-Shirts. Das ist es nicht. Donut County Donut Shop spurlos verschwunden. Die Ermittlungen laufen. Es wird nach einem Lieferwaschbär namens BK gesucht. Mist. Schalt's aus. Es muss doch Neuigkeiten über Pop geben. Bitte um Unterstützung auf der 405. Heißluftballon verursacht Stau. Das muss mein Pop sein. Ich hab's. Er ist auf der 405. Ja, wir beeilen uns besser, BK. Die Bullen sind hinter ihm her. Die Bullen sind hinter mir her. Beruhige dich, ist schon gut, Junge. Ich besuche dich auch im Gefängnis. Was? Ich weiß, bin eine echt super Freundin. Aber zuerst müssen wir was abliefern. Oh my, so viele Autos, alle für mich. Warum sind die mitten auf der Straße und gucken auf 9 Fernsehern? Warum? Meine Donuts, alle meine Donuts. Komm her zu mir. Sehr schön. Machst du super. Oh my. Das sind so süße kleine Rätsel, das ist unglaublich. Oh boy. Gib mir den Haken. Gib ihn mir.
Komm schon, komm schon. Oh. What the fuck? Gib uns den Heißluftballon. Jetzt alle Autos zu mir. Hell yeah. Hell yeah. Ich sag ja, keine Satisfying. Beautiful. Bob! Du bist in Sicherheit. Okay, Bob. Komm raus. Ich brauche diesen Heißluftballon. Ich steig auf, um uns zu retten. Das kannst du knicken. Allein steigst du schon mal gar nicht. Sonst haust du einfach ab. Ich komme mit dir mit. Ich komme auch mit. Für den Fall, dass wir uns in den Hauptrechner hacken müssen? Nein. Ja, bloß nicht. Du bleibst hier. Wollt ihr einfach so los? Ohne irgendeinen Plan? Wir werden mit dem Anführer der Waschbären reden. Trash King. Wir werden in den Bosskampf ziehen. Und ihm in den Hintern treten. Du hast noch nie einen Bosskampf gewonnen. Diesmal musst du meiner Führung folgen. Vielleicht sollte man zuerst mal mit ihm reden. Wir werden es versuchen. Dann viel Glück. Danke, Coco. Ah, beautiful. Gott, wir haben echt viele Löcher gemacht, alter Falter. Wow, unheimlich. Fühlt sich hier oben auch nicht wirklich anders an. Ganz so, als ob wir ersetzt wurden durch Waschbären. Was? Ich hab doch gesagt, dass es mir leid tut. Reite doch nicht ständig drauf rum. Gaius, vielen Dank für den Host. Wenn du denkst, das ist alles meine Schuld. Ich fühle mich schlecht, aber ich kann nicht rückgängig machen, was ich getan habe. BK, hier ist ein Tipp. Du fühlst dich schuldig. Ich gebe dir nicht die Schuld für alles, was Waschbären tun. Wollen wir noch Freunde sein? Ich schon. Aber wenn wir weiter Freunde bleiben wollen... Mach deine Schuld nicht zu meinem Problem. So weise Wörter verdienen Screenshot. Oh ja, und wasch mein Auto. Und bade auch meinen Hund. Abgemacht. Mein super süßer Hund, der Toast ist. Da ist es. Raccoon HQ. Es ist das Ding da auf dem alten Observatoriumsberg. Wow, sieht aus wie eine große Mülltonne. Ich weiß, cool, oder? Ich denke, es macht Sinn, dass Trash King dort lebt. Auf geht's. Benutzt ihr vielleicht eine Art
Umkehrlufterfrischner? Ach ja, Trautesheim. Lol. Okay, du solltest jetzt mal Trash King anrufen. Versuch ihn zu überzeugen, uns zu helfen, alles wieder in Ordnung zu bringen. Machst du Witze? Ich kann ihn nicht anrufen. Es wäre überaus unangenehm. Dann schreib ihm eine SMS. Na gut. Hey. Okay. Ich glaube, ich habe es repariert. Hey, Ducky Ducky. Keine Antwort. Ducky Ducky. TK? Hallo? Wer ist das? Sorry, neues Telefon. Ducky Ducky. Anscheinend kennt er die Ducky-Taste nicht. Ich verstehe nicht, wie man die Ducky-Taste nicht kennen kann, weil... Excuse me, es ist die Ducky-Taste. Beste Taste ever. Ducky-Taste? Ich bin's, BK. Ich arbeite für dich. Ich wollte mal fragen, ob es möglich ist, einige der Löcher rückgängig zu machen und den Leuten ihren Müll zurückzugeben. Okay, egal. Kein Problem. Und? Was sagt er? Es hat nicht funktioniert, du. Ich glaube, er ist sauer auf mich. Verdammt, Schreibenkeister. So läuft wieder. Hast du also gesagt? Sieht gut aus. What? Konnte man schon wieder nicht schreiben? Was ist das Problem gewesen? Weißt du, was Spaß machen würde? Ein Loch zu öffnen und diesen Ort platt zu machen? Lol, yep. Dann nix wie ran. Okay, ein Loch kommt sofort. Scheint so. Zumindest ging es bei mir nicht mehr. Was ist los mit Twitch? Im Moment. Und, wie weit seid ihr gekommen? Nun, wir haben es versucht. Tja, das war's dann wohl. Lol. Ich kann helfen. Ich kann helfen! Possum, wir haben dir doch gesagt, dass du bei den anderen bleiben sollst. Stimmt, aber ich hab zwischen den Zeilen gelesen. Ich kann euch helfen, in dieses Sicherheitssystem des HQs zu hacken. Auf diese Weise könnt ihr dann ein Loch reinschmuggeln. Und wie hacken wir uns rein? Schließt das hier einfach um an das Sicherheitssystem an. Wow, niedlich. Wir können das Katapult benutzen. Okay, hier geht nichts mehr. Inhaltlich kein Fortschritt. Hab nur genug Schreine gemacht, dass ich den zweiten Ausdauerkreis voll habe, plus 2 Herzen und die Karte komplett aufgedeckt, bis auf 3 Teile. Naja, aber das klingt nach sehr gutem Fortschritt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Zumindest meiner Meinung nach. Wow, oh mein Gott, das ist hell. Okay, danke dafür. Oh mein, er macht Baby. Gib mir dein Klopapier. Oh, oh, oh my. Okay.
Blaue Chipkarte, hell yeah. Batterien auch immer gut. In Security sollten wir wahrscheinlich nicht unbedingt reinhuschen. Aber wir können hier reinhuschen, nehme ich mal an. Boop. Oh, war das keine blaue Security-Karte, die wir abgehoben haben? Oh nein, das ist wahrscheinlich die hier oben. Wie mache ich das kaputt? Oh, die Security ist aber nicht unbedingt gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, poor little thing. Oh. Hell yeah. Ja, hab ich. Ich habe erst Bloodborne gespielt. Weil ich einfach Bloodborne spielen wollte. Und dann wollte ich Catherine spielen, was ich ja eigentlich die ganze Zeit schon spielen wollte. Aber Catherine ist die ganze Zeit wieder abgestürzt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das hat mir den Titelbildschirm gezeigt. Ich bin auf neues Spiel gegangen. Ich habe den Schwierigkeitsgrad ausgewählt. Und dann kam die erste Cutscene. Und währenddessen ist es abgebrochen. Und dann komplett hat es sich geschlossen. Und danach konnte es nicht mehr öffnen. Überhaupt nicht. Also ich kann es jedes Mal öffnen und dann geht es wieder zu. Und dann öffne ich es wieder und dann geht es wieder zu. Und dann öffne ich es wieder und dann geht es wieder zu. Ich habe keine Ahnung. Es ist super komisch. Ich muss mir das morgen mal angucken, was los ist. Ich habe es auch im Administrator-Modus geöffnet und sowas. Aber trotzdem. Es öffnet sich, es schließt sich. Ich habe keine Ahnung, was das Problem ist. Weil, sind wir mal ehrlich, das Spiel ist auch nicht unbedingt das Neueste von Neuesten, dass ich irgendwie damit Probleme haben müsste oder sowas in der Richtung. Deswegen, ich habe keine Ahnung, warum es genau sich immer wieder geschlossen hat. Wenn es aber wirklich der Fall sein sollte, dass ich es nicht mehr öffnen kann, dann werde ich Steam anfragen, ob ich es zurückgeben kann, weil dann habe ich keine 20 Euro für das Spiel ausgegeben, wo ich nicht spielen kann. Das sehe ich nicht ein. Und dann saß ich da und habe rumüberlegt, was für ein Spiel wir noch spielen könnten. Und dann habe ich das Spiel gesehen, was ich damals gekauft habe in einem Steam-Sale. Und ich fand es niedlich, als ich es damals gekauft habe. Aber ansonsten weiß ich nicht großartig was drüber. Und ich muss sagen, ich spiele es jetzt, naja, sagen wir gute 1,5 Stunden. Und ich kann es dir immer noch nicht genau sagen. Ich kann dir nur sagen, es ist super zufriedenstellend, ein Loch zu haben und einfach nur alles da rein zu schmeißen, was es gibt. Es ist so ein bisschen rätselartig. Es ist keine Ahnung, es ist cool. Irgendwie ist es super cool, das Spiel. Jetzt spielst du mit Waschbären und Entchen, richtig. Jetzt spiel ich mit Waschbären und Entchen. Okay. Willkommen im Biologielabor, neue Rekruten. Donut County war die Heimat vieler unhöflicher, rumbrüllender Bestien. Niemand weiß warum. Die Tiere waren da draußen einfach so. Es ist unsere Aufgabe, den Zweck dieser nackten Kreaturen zu ermitteln. Seht, wie unsere Spitzenwaschbären die Fakten extrahieren. Ja, Konstantin der Zweite lässt mittlerweile ein bisschen nach, das stimmt. Muss mal gucken, was ich mache. Aber ich glaube, ihn wieder neu auffüllen ist nicht drin. Wir haben allerdings einen Ballonshop, vielleicht tue ich einfach einen neuen. Ist dann Konstantin der Dritte oder so, keine Ahnung. Oh wow, das wollte ich gar nicht. Eins nach rechts. Greif es. Yay.
Gib mir den Flash. Das Spiel hat so lustige Rätsel. Yay! Die treiben es echt wie die Kanickel, ist unglaublich. Keine Panik! Es ist nur ein fehlgeleitetes Loch. Das ist aber buchstäblich ganz normal. Ich habe die Notbeleuchtung eingeschaltet. Einfach so Spaß. Bitte füllt in den nächsten 5 Sekunden eure Verzichtserklärung aus. Kanickel Power! Hell yeah! Gib mir die Kanickel. Alle meine. Alle meine Kanickel. Beautiful. Just beautiful. Hi. Dankeschön. Bevor Waschbären hier ansiedelten, produzierten die Leute von Donut County vielerlei Müll. Konstantin, bitte halte dich etwas zurück. Dankeschön. Wir glauben, dass jedes Stück Müll eine besondere Bedeutung hatte. Unsere Wissenschaftler studieren diesen Müll rund um die Uhr, sodass wir lernen können, eines Tages unseren eigenen zu produzieren. Mal sehen, was sie gerade machen. Donuts. Yum, 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 yum. Gib mir die Donuts. Hell yeah. Meine Donuts. Errungenschaft erhalten, kein Respekt. Es ist alles beste Ordnung. Wer auch immer Kontrolle über dieses Loch hat, sofort weg mit dir. I can't. I'm sorry. Okay, ich kann mich mit Wasser füllen. Hm.
Was will ich gerade erreichen? Was ist gerade, was will ich gerade erreichen? Wahrscheinlich hier oben, dass es dahin fliegt, ne? Füllen wir uns mit Wasser. Damit ist die Tour beendet. Achtung, Lochfahrer. Wir treffen uns in meinem Büro. Danke. Konstantin, bitte. Chaos gemacht. Ich hab ganz viel Chaos angerichtet. Na 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 na. Oh, creepy. What the fuck? Oh. BK! Bitte sofort in mein Büro melden. Ich öffne dir allein den Zugang, BK. Wir haben eine dringende Angelegenheit zu besprechen. Wow, er hat meinen Namen gesagt. Bist du sicher, dass du mit ihm alleine fertig wirst? Er stinkt mir irgendwie. Ja, er stinkt definitiv. Aber ich komme mit ihm klar. Ich habe darüber nachgedacht, was du vorhin gesagt hast. Dieses Schlamassel muss ich selbst ausbaden. Stimmt. Aber du kannst mich trotzdem jederzeit um Hilfe bitten. Das weiß ich zu schätzen. Wünsch mir Glück. Brauche ich nicht. Du wirst sie platt machen. Lol. Danke, du. Willst du eine Gurke? Das ist eine Eröffnung. Willst du eine Gurke? Nein. Ich bin hier, damit du die Löcher rückgängig machst. Bring alle zurück. Wusstest du, dass der beste Lochfahrer in ganz... Wusstest du, dass du der beste Lochfahrer in ganz Donut County bist? Du bist berühmt, BK. Wow, echt? Stell dir vor, Junge, Vollzeit-Mitarbeiterstatus und Gesellschaftsaktien. Die Firma kümmert sich um alles für dich. Sie werden dir sogar den Hintern abwischen. Ich hasse es, mir den Hintern abzuwischen. Wenn du dich mir anschließt, kannst du mit dem echten Spielzeug der großen Jungs spielen. Oh, Konstantin. Was macht dieses Spiel nur? Den King Quadcopter. Er ist eine Zementkanone für schwere Bauarbeiten. Er ist der Pickup unter den Quadcoptern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss dir noch eine Sache zeigen. Folge mich.
Hey Possum. Hast du eine Panzerfaust? Oder irgendwas, das einen Haufen Quadcopters in die Luft jagen könnte? Nein, aber ich kann mal im dunklen Netz nachschauen, wenn wir zurück sind. Vergiss es, vielleicht sind sie nur zum Spaß hier. Beeil dich, PK. Da kommen die Löcher, her? Krass. BK, diese Nerds im Heißluftballon halten dich zurück. Du musst lernen, dich selbst an erste Stelle zu setzen. Du musst zugreifen und die Gurke nehmen. Was, wenn meine Hand stecken bleibt, wie deine? Ach, die steckt nicht fest. Ich könnte sie jederzeit rausziehen. Es soll dich nur inspirieren. Unterschreibe hier. Wow, Filialleiter, ha? Huh? Und ich bin krankenversichert? Yep, und kriegst selbstverständlich einen nagelneuen Quadcopter. Ha, huh. In Ordnung. Gib mir den Stift. Oh, dieses Geräusch. Es ist ein King Quadcopter. Wir müssen uns ergeben, Mira. Das Ding kann leicht unseren Ballon in die Luft jagen. Nicht, wenn wir ihn zuerst in die Luft jagen. Was? Ich sagte doch, ich habe keine Panzerfaust. Und Trash King hat mein Hacking-Gerät. Wir werden ein Loch einsetzen. Vertrau mir, es wurde designt, um Dinge platt zu machen. What the fuck? What is happening? What? What is happening? Hell yeah! What the fuck? Wir haben ihn platt gemacht! Alles ohne BKs Hilfe. Ich kann nicht glauben, dass er uns hat sitzen lassen. Er hat uns verraten. Das überrascht mich nicht. BK ist ein wahrer Kapitalist. Nun, ich werde ihm in den Hintern treten. Ich repariere seinen Quadcopter und mache ihn dann wieder platt. Was war das? Er ist wieder da. Dieses Mal mit Panzerfaust. Nicht fair. Ja, kurz nicht in die Luft. Du dachtest, du könntest meine Löcher gegen mich verwenden? Ich bin der Trash King. Ich regiere hier. Ich habe diese App designt. Entschuldige, dass ich deinen Ballon platzen lassen habe. Aber dein Freund BK hat sich für die Gurke entschieden. Bis später, Nerds. Viel Spaß.
Er hat sich für die Gurke entschieden. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Ich habe mich nicht für die Gurke entschieden. BK! Er hat das Hacking-Gerät. Wir können uns in den Quadcopter hacken und ihn auseinandernehmen. BK, nicht bewegen. Ich werde dich direkt in den Quadcopter katapultieren. Weich der Panzerfaust aus. Okay. Warte, lass mich nicht in die Luft fliegen. Hell yeah! Gib mir die Einzelteile, alles mir, alles mir. Mir, mir, mir. Mir, mir, mir. Blub, 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 blub. Oh my. Wir müssen die Lichter ausmachen. Das ist für mich persönlich wichtig. Und die Statue zerstören. Hell yeah. Yay! Errungenschaft erhalten! Bosskampf! Ihr habt alles ruiniert! Ich denke, Waschbären packen es in Donut County einfach nicht. Falsch! Du packst es einfach nicht, Alter! Yeah! Lol! Deine Firma stinkt! Du hast die Nachbarschaft ruiniert! BK, es geht nicht um die Firma. Denke an all die unschuldigen Waschbären, die hierher gezogen sind. Oh mein Gott, jetzt hör aber auf. Die Wahrheit ist, uns geht der Müll aus. Wir sind ursprünglich nach Donut County gekommen, weil hier Abfall reichlich vorhanden war. Jetzt müssen wir immer mehr Löcher öffnen, um genügend Müll zu sammeln. Ich habe auf uns aufgepasst, Junge. Nein, hast du nicht. Du hast nur auf dich selbst aufgepasst. Dir ging nicht der Müll aus, dir gingen die Leute aus, die du beklauen konntest. Was soll ich denn machen? Ich habe jetzt nichts mehr. Bring alle zurück? Ja, und auch all unsere Sachen. Ah, Schmoll. Aber es ist so viel Arbeit. Ich musste ein riesiges Katapult bauen. Wenn du es machst, verraten wir dir, wie du deine Hand aus dem Gurkenglas kriegst. Wirklich? Nein. Lol. Lol. Ich glaube, es ist fertig. Okay, alle Mann. Einer nach dem anderen. Los geht's. Danke, Mira. Und BK, mach keinen Ärger mehr. Bevor ich gehe, habe ich eine Bitte. Könntest du bitte keine Schlangen mehr da hoch katapultieren? Ich schau mal, was sie tun können. Nö, bis die Tage.
Es war heftig, Alemann. Nochmals Entschuldigung, Leute. Ist schon gut. Wir vergeben dir, Mira. Ja, dir aber nicht, PK. Ja, du stinkst. Okay, dann tschüss, bis die Tage. Hey, Coyote? Ich hab nachgedacht. Ha? Möchtest du einen Job in unserem Donut Shop? Wir machen saubere Sachen. Ich verspreche es. Ja, das würde mir, glaube ich, gefallen. Und ich bin dann dein Boss! Lol, sonderbar, aber okay. Alles braucht seine Zeit. Hä? Wer weiß schon, wann sich alles wieder normalisieren wird. Ja, das wird so einiges ein Weilchen nicht normal anfühlen. Egal, wir lassen uns treiben und schauen einfach mal. Gut. Sorry wegen der Unordnung. Ist schon okay. Pass auf dich auf, Mira. Mira! PK! Klasse, wie ihr den Quadcopter in die Luft gejagt habt, lol. Ah, danke. Weißt du, ich dachte... Ich hoffe wirklich, du erzählst den Bullen nichts von meinen Sprengstoffgeschäften. Sie würden vermutlich ziemlich schockiert sein, wenn sie wüssten, wer die 405 zerstört hat. Und all die anderen Sachen, die ihr in die Luft gejagt habt, wisst ihr... Ich sag's dir nur, als Freund. Aha, okay. Nun, danke für die Drohung. Bis später. Ich habe einen Witz für euch. Kennt ihr schon den, wo der Waschbär dem Huhn ein Küsschen gibt? Kennt ihr nicht? Soll ich erzählen? Alter, ich werde deinem dreckigen Huhn kein Küsschen geben. Boah! Naja, das war echt. Yep, eine echte Zeitverschwendung. Ah. Danke, dass du mich mit diesem Frosch bekannt gemacht hast. Das ist ein cooler Frosch. Ziemlich cool. Denke mal, es ist alles gut geworden. Okay, du kannst mich jetzt hochschießen. Ja, okay. Hey Leute, schaut mal im Ketzug vorbei, ja? Klar doch! Wirst du dich um das Ungeziefer kümmern? Weiß nicht. Die gehören irgendwie schon zu den geheimen Zutaten. Lol. Süß. Du solltest ein paar Apfelkerne und eine Fischgräte reinwerfen. Mach einen Mülleintopf. Aha, klasse Idee. Igitt, nein. Igitt, weg mit dir. Uah. Es tut mir leid, dass ich an dir gezweifelt habe, Possum. Schon gut, Mira. Du solltest nicht allen glauben, die dir was erzählen. Besonders nicht BK. Keine Sorge, ihm werde ich nie wieder vertrauen. Was? Nach all dem hier? Oh mein Gott, das war ein Scherz. Siehst du, man kann auf dieser flachen, hohlen Erde niemandem vertrauen. Oh mein Gott, wie auch immer. Wisst ihr, es wird ziemlich lang dauern, bis ich euch vergebe. Ihr habt, naja, alles Mögliche vermasselt. Es tut mir leid, Coco. BK. Es tut mir auch leid, Coco. Willst du nächstes Wochenende immer noch an den Strand? Ja, will ich. Mira, danke, dass du so cool zu mir warst. Und? Dass du mir gezeigt hast, wie man gut ist. Und? Für deine Geduld. Und? Oh mein Gott, okay. Das ist genug Lob. Keine Ahnung. Vielleicht machst du es eines Tages wieder gut. Nachdem du meine Wäsche gewaschen hast. 100 Jahre lang. Jetzt lobe mich.
Nachdem ich so viel Zeit mit dir verbracht habe, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass du nur etwa 75% wie der Trash-König stinkst. Du hast aber immer noch ein Bad nötig. Du liebst meinen Gestank. Tue ich nicht. Echt jetzt. Lol. Würdest du mir die Ehre erweisen, den Startknopf zu drücken? Gerne. Zulam! Haha! That was fucking cute. Das war wirklich unglaublich cute. What the fuck? Das war echt ein absolut niedliches Spiel. Hui. Das war süß. Cute. Ich weiß immer noch nicht so zu 100%, was jetzt die Moral der ganzen Story sein soll. Aber ich glaube, sie sollte einfach nur eine kleine süße Story sein und nicht unbedingt extrem viel bedeuten. Oder man sollte sich auch nicht unbedingt extrem viele Gedanken drum machen. Ich glaube, es ist einfach nur ein süßes kleines Spiel, um ein süßes kleines Spiel zu sein. Das war niedlich. Wir haben es ungefähr 2 Stunden lang gespielt. Das dauert nicht mal Ewigkeiten. Boop. Das war echt süß. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viel Humor verloren gegangen ist in der Übersetzung. Weil da waren so 1, 2 Sachen, wo wahrscheinlich in der anderen Sprache lustiger gewesen wären. Oder in der Originalsprache sozusagen. Oh, for Mom and Dad! Oh, that was cute! Sure. Oh, wir sind am Strand. Cute. Das ist mein Hund. Er ist Toast. Oh, I love it. Das war echt niedlich. Das war echt niedlich. Jetzt kann man die Level nochmal einzeln spielen. Bei. Moment, da war ein Fragezeichen. Warum ist hier ein Fragezeichen? What? Oh, man kann in jedem Level was Geheimes sozusagen finden, oder wie? Oh, das heißt, mir fehlen ein paar. Mir fehlt hier eins. Fehlen hier 2. Hm. Okay. Interessant. Okay. Das war Donut County. Das war niedlich.